Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Ich weiß, viele haben mich ja gefragt, wo bleibt denn der Forest? Und zwar habe ich mich hier heute damit ein bisschen beschäftigt, wie ich am besten Five Nights at Freddy's Sister Location aufnehme, weil es ein bisschen schwieriger ist aufzunehmen. Details könnt ihr mich gerne irgendwie auf Twitter fragen, dann beantworte ich die hier in dem Video erstmal nicht. Okay, ja, also wir haben einen Livestream gemacht, beziehungsweise mehrere Livestreams, und da haben wir natürlich diese Schlucht gefunden, haben schon angefangen, die Treppe zu bauen und wir haben dieses Haus gebaut. Und was wir noch gemacht haben, was wirklich richtig, richtig geil ist: wir haben die komplette Rüstung voll, das seht ihr unten rechts, das gelbe ist die Rüstung und die haben wir komplett voll, das ist richtig, richtig cool. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine kreative Folge machen soll, wo ich irgendwas anderes mache, oder ob ich hier weiter bei der Treppe machen soll. Ich werde einfach mal gucken, ich werde mal nach Hause gehen. Hier ist übrigens so ein Geflecht, da sammeln wir Knochen. Ich muss mal gucken, Inventar. Da seht ihr schon, dass wir richtig viel Knochenrüstung haben und wie auch immer. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Das heißt, ich werde auf jeden Fall diesen Armorstand noch weitermachen. Und wenn wir diesen Armorstand fertig haben, dann können wir da natürlich noch Rüstung drauf machen. Und die haben wir dann immer in Reserve. Also, ich wollte jetzt nach Hause gehen. Und da hinten ist ja unser zweites Zuhause. Ich weiß gar nicht, ob das... Nee, da ist das. Da ist das. Und bei der Fahne ist irgendwas anderes. Ich glaube, war das das Flugzeug oder was hatten wir da? Ich glaube, das war das... Nee, das war es... Ja, genau, das war das Cockpit. Das Cockpit war es, also Flugzeug war gar nicht so schlecht. Da hinten ist unser abgestürztes Flugzeug, da bei der rosa Fahne, und hier bei der Fahne ist auf jeden Fall unser Cockpit. Das heißt, der ein ziemlich zentraler Punkt. Und hier müssten auch irgendwo in der Nähe, denke ich, Kannibalen sein, weil da hinten ein Dorf ist. Ich werde mal gucken, ob ich da durchkomme, ohne irgendwie Komplikationen zu haben, oder ob die mich angreifen. Da will ich einfach mal gucken. Okay, ich wollte ein bisschen was erzählen, und zwar möchte ich die nächsten Tage Sister Location aufnehmen. Das ist der neue Five Nights at Freddy's Teil. Der ist grandios. Ich habe da ein bisschen reingeguckt. Ich wurde aber nicht großartig gespoilert. Ich probiere halt immer jedes Spiel einmal aus, ob das wirklich funktioniert, ob das flüssig funktioniert, ob das auch aufnimmt. Und da sind wieder ganz, ganz viele Kannibalen. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ich werde einfach mal gucken, vielleicht komme ich irgendwie drumherum, wenn ich hier irgendwo drauf gehe. Und ich möchte ja ein bisschen weiterkommen bei The Forest. Und das schaffen wir meistens nur im Stream. Also im Stream ist das meistens so, dass wir da richtig, richtig viel schaffen, weil wir da natürlich auch entsprechend mehr Zeit haben. Da nehme ich ja nicht nur 20 Minuten auf oder so, sondern da nehme ich ja wirklich eine ganze Weile auf. Apropos 20 Minuten, ich muss mal gucken, wie lange ich aufnehme. Achso, das läuft. Okay. Manchmal vergesse ich auch die Stoppuhr anzumachen. Das passiert öfter mal. Also, was heute alles so passiert, das möchte ich auch nochmal ein bisschen erläutern. Und zwar, ich habe ja wirklich einige Abonnenten dazu bekommen. Erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und es läuft wieder. Seit ich wirklich YouTube jetzt wieder regelmäßig machen kann, läuft es wieder mit den Abonnenten. Es läuft wieder mit den Kommentaren. Es läuft wieder mit den... Allgemein, YouTube läuft wieder. Das ist richtig, richtig cool. Dazu muss ich sagen, ich mache ja YouTube nicht hauptberuflich. Das heißt, es ist kein Zwang für mich. Ich mache es einfach aus Bock, weil ich da richtig, wirklich, richtig, richtig Bock zu habe. Beziehungsweise, weil ich auch eine Ausbildung als... Wo laufe ich denn überhaupt hin? Weil ich auch eine Ausbildung als Mediengestalter machen möchte. Und gerade deswegen möchte ich so ein bisschen mich ausprobieren mit Schnitt, mit Ton, mit Sachen ausprobieren, wie auch immer. Das heißt, es wird hier nie perfekt sein. Es wird immer so ein bisschen was abgeändert, ein bisschen was verbessert, ein bisschen... also manchmal sind da natürlich auch Fehler drin, wie auch immer. Es ist halt... Ich übe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das mache, bevor ich diese Ausbildung anfange, damit ich schon ein kleines bisschen Grundwissen habe. Also wer das noch nicht wusste, ich möchte eine Ausbildung als... Wo laufe ich denn hin, sag mal? Ich bin völlig verpeilt heute, aber das kennt ihr ja von mir. Jedenfalls die mich schon ein bisschen länger verfolgen und auch schon länger abonniert haben, die wissen, ich bin immer voll verpeilt. Ich laufe immer in irgendeine Richtung. Gerade weil ich... Also ich kann nicht labern und euch was erzählen und gleichzeitig nachdenken. Also kann ich schon, aber bei The Forest geht das irgendwie nicht. Bei The Forest ist das so, dass es geht einfach nicht, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Und irgendwie fehlt uns so ein bisschen Wasser. Ich glaube, ich trinke ein bisschen was, damit wir ein bisschen Energie haben. Und essen können wir eigentlich... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich essen. Wir können das gar nicht essen. Okay, dann... ja, dann nehmen wir wieder das... Katana!
War das ein Katana? Ja, das war ein Katana. Okay. Ja, Leute, was ich sagen wollte. Ich möchte ein FAQ machen. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ich möchte nämlich langsam wieder anfangen. Also, ich habe eine Kamera, eine Canon 700D. Mit der nehme ich auch normalerweise ein paar Sachen auf. Da hinten ist Kannibale. Den möchte ich eigentlich jetzt noch nicht begegnen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Action in dem Video. Meistens ist das in Streams so, dass wir ein bisschen Action haben. Beziehungsweise, ich gehe da inzwischen so chillig ran an die Sachen. Das ist überhaupt gar kein Thema mit den Kannibalen hier. Also die sind so easy going zu besiegen teilweise. Natürlich nur, wenn ich gerade richtig in Stimmung bin und wie auch immer. Es gibt auch manchmal so Zeiten, wo ich mir dann denke, oh nee, irgendwie ist das voll schwer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich möchte ein FAQ machen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich nehme nämlich mit einer 700D auf in der nächsten Zeit, wenn die wieder funktioniert. Und werde auch The Real-Life-Videos machen. Das heißt, ich werde ein paar Vlogs machen, wenn ihr Bock habt. Das könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock auf Vlogs habt. Ich werde mir auch noch ein Weitwinkelobjektiv holen und so weiter. Ich werde so ein bisschen gucken, dass ich auch ein paar Real-Life-Videos mache. Das heißt auch so FAQs oder so, wenn euch sowas interessiert. Wenn euch sowas nicht interessiert, dann schreibt halt in die Kommentare, nee, hör mal zu, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Und gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube, ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Da sind auf jeden Fall mehrere Fahnen. Das heißt, es könnte sein, dass ich in die richtige Richtung gehe. Weil diese mehreren Fahnen, das ist halt das Holz, was wir gesammelt haben. Also dieser Schubkarren ist das. Und hier können wir noch mal gucken, ob wir noch ein paar von diesen Snickers, wollte ich schon sagen, von diesem Müsli-Riegel. Was ist das? Das ist ein Pilz, ne? Aber die kann man die essen? Weiß ich gar nicht. Und den Stein möchte ich gar nicht haben. So, erstmal ein paar Koffer öffnen und gucken, was ist. Es ruckelt irgendwie. Ich habe das Gefühl, Shadow Player sind wieder ein bisschen verschlechtert. Also, ich weiß nicht, warum das so ist. Es hat sich ja verbessert. Jetzt ist wieder ein neues Update irgendwie rausgekommen. Keine Ahnung, es hat sich wieder verschlechtert. Ich habe keine Ahnung, was mit Shadowplay los ist. Mal funktioniert das richtig, richtig geil. Und manchmal funktioniert das irgendwie so... irgendwie... Nee, gar nicht. Also, es ist so... alles klar, okay. Was wollte ich sagen? Genau, Shadowplay funktioniert manchmal nicht richtig. Und ich wollte noch erzählen, mit der 700D, also ich wollte ja schon öfter Vlogs machen, beziehungsweise ich habe früher ja auch Real-Life-Videos aufgenommen, also da habe ich mit Let's Plays überhaupt gar nichts an Hut gehabt, beziehungsweise hatte da auch am Anfang nicht wirklich so Interesse. Ich habe normale Videos gemacht, hat das auf meiner Rüstung geschadet? Ich glaube ja. Also ich habe da auch normale Videos gemacht und wie auch immer. Und wen das mal interessiert, ich habe die Videos noch drauf. Da könnt ihr einfach ein bisschen runterscrollen. Also geht unter die Videos, scrollt ein bisschen runter und guckt mal, was ich da alles gemacht habe. Ich habe früher nämlich Zaubervideos gemacht, wen das mal interessiert. Ich glaube, wir machen heute diesen kleinen Armorstand. Das ist so mein Ziel. Und es wird langsam auch dunkel. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die Kannibalen nicht kommen. Haben wir noch Arme oder sowas? Nein, haben wir nicht. Sonst hätten wir das hier weitermachen können. Und... ich aber schon wieder ununterbrochen. Es ist unglaublich. Oh, geh da hoch, Mann. Ich möchte irgendwie... weiß ich nicht. Okay. Ja, also ich habe mir eine neue Tastatur geholt. Leider ist das keine Gaming-Tastatur. Das heißt, man kann keine drei Tasten gleichzeitig drücken. Vielleicht hole ich mir noch eine Gaming-Tastatur. Denke ich schon, weil das ein bisschen... besser ist auf jeden Fall, weil ich kann dann zum Beispiel nicht sprinten und hüpfen. Ich kann jetzt Space drücken, vielleicht hört ihr das. Ich hüpfe einfach nicht. Ich kann nur hüpfen, dafür kann ich dann nicht rennen und wie auch immer. Man kann halt keine drei Sachen gleichzeitig drücken, das ist sehr, sehr schade. Aber das geht für erstmal, meine andere Tastatur ist mir kaputt. Die R-Taste und die 4-Taste ist völlig im Arsch, also die Zahlentaste 4 ist völlig im Arsch und natürlich auch die R-Taste. Die fallen nämlich schon raus und man muss da wirklich mit grober Gewalt raufknallen, damit das Ganze auch reagiert. Das ist so ein bisschen schade, aber die hat wirklich Ewigkeiten gehalten und ist wirklich eine richtig geile Tastatur. Ich glaube, die hat 20 Euro gekostet und ist wirklich... kann locker easy going mit Gaming-Tastaturen mithalten. Und ich glaube, wir gehen erstmal schlafen, damit ihr wieder Licht habt und damit ich und ihr wieder was seht. Da ist Z, okay. Z gedrückt halten, so. Okay. Und soweit zu der Tastatur. Damit ihr so den aktuellen Stand der Dinge habt, wie das gerade bei mir aussieht. Es geht langsam wieder los, dass die Technik so ein bisschen
Map kaputt geht. Also der Rechner nicht, der ist neu, aber die ganze Technik drumherum geht so ein bisschen kaputt. Außer meine Razer Maus, die ist richtig neu, die habe ich mir neu geholt. Und von daher funktioniert die natürlich wunderbar. Ich brauche nur eine neue Tastatur. Die Boxen funktionieren auch wunderbar, ist auch kein Thema. Kopfhörer funktionieren, Mikrofon funktioniert. Obwohl ich mir ein neues Mikrofon holen möchte und ich möchte mir auch einen Mikrofonarm holen. Aber da muss ich erstmal warten, bis die Nachzahlung kommt. Ich habe euch ja erzählt, ich kriege eine Nachzahlung, eine richtig fette Nachzahlung von mehreren tausend Euro. Und ja, die sind bestimmt schon bei 2000 Euro. Bekomme ich eine Nachzahlung und da kann ich mir mal richtig, richtig fett gönnen. Die eine Hälfte werde ich abknöpfen für den Führerschein und die andere Hälfte werde ich so ein bisschen in YouTube-Equipment reinsetzen. Ich weiß aber natürlich nicht, wann die Nachzahlung kommt. Also wenn das so weitergeht, sind die wirklich schon bei den 2000 Euro. Jetzt sind die, glaube ich, bei 1500 aktuell. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es eine fette Nachzahlung und dann kann ich auch wieder so ein bisschen... in YouTube investieren. Ich möchte mich ein Greenscreen haben, ich möchte ein neues Mikrofon haben, Mikrofonarm möchte ich haben, eine Mikrofonspinne möchte ich haben, damit, wenn ich gegen den Tisch knall oder wie auch immer, das nicht ständig zu hören ist in den Videos, obwohl das manchmal echt lustig ist, wenn ich irgendwie ein Labervideo mache oder so, sowas schneide ich ja zwischendurch mal rein, wenn ich da irgendwie Bock zu habe. Apropos Labervideos, habt ihr irgendein Thema für Labervideos? Also ich möchte unheimlich gerne wieder ein Labervideo machen und vielleicht habt ihr so ein Thema, was so richtig abfuckt, wo man sich richtig heftig drüber aufregt und was euch auch interessiert vor allen Dingen, weil gerade die Labervideos nutze ich immer gerne, um mich irgendwo drüber aufzuregen. Gerade dieses Snapchat-Video und dieses Sausage-Party-Video ist unheimlich gut angekommen bei euch. Das hat, also ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe, so um die 2000 bis 5000 Aufrufe haben die Videos und das ist unheimlich geil, dass da wirklich, also ich, die Sausage Party Video, glaube ich, hat, weiß nicht, 2000, 5000, ich weiß es gar nicht genau. Natürlich kann das nicht mithalten mit meinem Zaubervideo, das hat inzwischen, glaube ich, 35.000 Aufrufe, aber... ja, es ist wirklich mega viel, also für diesen Channel ist es mega viel. Es gibt nämlich so eine 10% Theorie, sag ich mal. Das heißt, so 10% der Leute gucken auf jeden Fall deine Videos. Das seht ihr auch an großen YouTubern, wenn da irgendwie, was weiß ich, die haben 1 Million Abonnenten, aber nur 500.000 oder weniger gucken nur die Videos. Und es gibt da, wie gesagt, so eine Grenze. Ja, ich hab dich getötet. Das war Skill. Das war richtig... Wieso kann ich... Wollte gerade sagen, ich kann das Fleisch nicht aufheben. Das war richtig, richtig skillhaft, Alter. Boom! Okay, Spaß beiseite. Kann ich das nicht mehr... Oh nein, kann ich nicht mehr aufheben. Das ist so ein bisschen dumm, dass da wirklich, dass man nicht mehr Stöcker tragen kann. Am besten wäre natürlich so eine Art Köcher für Stöcker, dass man so ein bisschen mehr transportieren kann. Und ich glaube, ich bin voll am Arsch. Ich sollte ein bisschen was trinken und ich sollte ein bisschen was essen. Habe ich da noch irgendwie... Nein, ich habe gar kein Essen mehr irgendwie. Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen was zu essen aufhängen. Das ist auf jeden Fall wichtig für die nächste Folge. Und ich bin... Oh, ich hab voll die Knochenrüstung. Das ist voll cool irgendwie. Auf jeden Fall, es gibt diese 10%-Regel. Wer das noch nicht wusste, das heißt, wenn ihr einen Channel aufmacht und ihr habt 50 Abonnenten und davon gucken gerade mal 5 Leute eure Videos, das heißt, ihr habt 5 Aufrufe, macht euch keine Sorgen. Lasst euch nicht demotivieren. Das ist bei den größeren YouTubern auch so. Ihr dürft euch nicht mit größeren YouTubern vergleichen, weil sonst habt ihr auch keinen Spaß an YouTube. Wenn ihr immer nur auf Klicks aus seid und immer nur... Irgendwie will die Zeit nicht richtig. Okay, wenn ihr nur auf Klicks aus seid und nur wirklich die ganze Zeit, ja, wie soll ich sagen, nur Geld verdienen wollt und unbedingt groß werden sollt, auf Zwang, das funktioniert nicht. Ich hätte nie gedacht, niemals, ich habe ein 30-Abonnenten-Special gemacht. Wer das noch nicht wusste, ich habe ein 30-Abonnenten-Special gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 30 Abonnenten auf YouTube schaffe. Und jetzt habe ich fast die 700 erreicht. Es ist doch richtig, richtig, richtig cool. Und das meine ich mit, lasst euch nicht hetzen, entspannt euch, macht euer Ding, macht es auch Spaß, macht es nicht, weil ihr da jetzt unbedingt groß werden wollt. Natürlich, das ist der Traum vieler Menschen, groß zu werden auf YouTube. Einfach zu sagen, hey, boah, ich habe was erreicht, richtig geil. Ich würde es genauso feiern, wenn ich ein bisschen größer werde. Irgendwie... ist das vergammelt oder was ist damit los? Keine Ahnung, irgendwie... alles klar, irgendwie... Hey, was ist damit? Ist das irgendwie... Weiß nicht, das kann ja nicht heiß sein oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich die einfach erstmal ab. So ein paar. Und... Weiß ich nicht, was ist damit los?
Das heißt, wenn ihr mit YouTube anfängt, ich bin zwar nicht der größte YouTuber oder wie auch immer, aber auch viele größere YouTuber, die es noch nicht wussten. Ich habe manchmal auch Kontakt mit größeren YouTubern, quatsch mit denen so ein bisschen, aber nicht mit den großen, den ganz großen YouTubern, das jetzt nicht unbedingt, also nicht mit den 1 Million YouTubern, aber so mit 10.000 Abonnenten oder 20.000 Abonnenten. Ich habe sogar auch schon Kontakt mit YouTubern gehabt, die 100.000 Abonnenten hatten, und auch die sagen, es gibt eine gewisse 10% Grenze, und diese 10% Grenze lasst euch da nicht demotivieren, wenn das Ganze nicht wirklich so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Das heißt, wenn ihr 50 Abonnenten habt, ist es vollkommen normal, dass ihr wirklich nur 5 Aufrufe habt. Also wenn ihr 50 Aufrufe habt und 50 Abonnenten, dann ist das doch schon mal eine richtig, richtig geile Zahl. Da müsst ihr aber natürlich gucken, beschäftigt euch so ein bisschen mit dem YouTube-Studio, sag ich mal. Das heißt, guckt auf eure Statistiken, kommt das von außerhalb, also kommt das davon, dass ihr Werbung gemacht habt, oder kommt das daher, irgendwie habe ich nichts mehr zu essen und ich bin irgendwie, wieso esse ich eigentlich die ganze Zeit? Das ist so ein bisschen dumm. Und zwar ist es so, dass ich eben gedacht habe, der rote Balken, wie komme ich darauf? Der rote Balken ist Essen. Also ich habe Forest schon lange nicht mehr gespielt. Ihr merkt es, es ist ein bisschen speziell, okay. Und ja, was wollte ich jetzt? Achso, genau, ich wollte Medizin. So, also ich habe jetzt erstmal ein bisschen ein paar Pillen geschluckt, das hilft immer. Und ja, ich möchte das, wie gesagt, noch fertig kriegen, diese Folge. Und dann werde ich auch die Folge langsam so beenden. Ich möchte wieder einen Livestream machen. Und zwar nochmal so am Rande. Ich möchte einen Livestream machen auf Twitch. Es kommt jeden Freitag ungefähr um 20 Uhr. Es kann auch manchmal ein bisschen später sein oder auch ein bisschen früher. Ja, es sind jetzt sehr, sehr viele Informationen hier in diesem Video. Das heißt, passt gut auf. Ich habe jetzt wirklich 20 Uhr. Jeden Freitag möchte ich einen Livestream machen. Wenn es irgendwie nichts wird, gebe ich euch natürlich Bescheid. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, mit mir persönlich zu reden, beziehungsweise immer informiert zu werden über alles, was auf diesem Kanal passiert. Das kann ich natürlich über Twitter und Facebook und so natürlich auch machen, aber da, manchmal vergesse ich das auch, beziehungsweise irgendwie ist das auch ganz, ganz kurzfristig, und dann sage ich natürlich nicht irgendwie auf Twitter oder so Bescheid, weil ich mich dann um andere Sachen kümmern muss. Zum Beispiel, wenn der Stream nicht richtig startet und das 5 Minuten länger dauert oder so, sage ich auf jeden Fall in dieser WhatsApp-Gruppe Bescheid. Das heißt, wenn ihr in diese WhatsApp-Gruppe rein wollt, dann schreibt mich einfach mal persönlich an, beziehungsweise ich werde auch in den nächsten Videos, vielleicht sogar in dem Video auch, meine Nummer unten reinstellen, diese, also wirklich für die WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wenn ihr mich anschreibt und sagt, hey, yo, ich möchte irgendwie immer informiert werden, ich möchte mit dir mal persönlich schreiben, dann könnt ihr mich unter dieser WhatsApp-Gruppe unter dieser WhatsApp-Nummer erreichen, und ich lade euch dann in die Gruppe ein. Die Gruppe ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also da sind inzwischen 4 Leute drin, die wirklich alles wissen wollen und ständig dabei sind und immer aktuell auch in den Streams sind und so. Die werden natürlich über jeden Mist werden sie informiert. Und ja, wir haben jetzt, das ist schon mal richtig, richtig cool, wir haben jetzt hier die Chance, Knochenrüstung ranzusetzen, und das ist schon mal mega cool. Also mega. Es ist richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob haben wir noch mehr Knochenrüstung? Nein, aber wir haben eine komplette Knochenrüstung. Wie cool ist das denn, Leute? Das ist richtig, richtig nice. Das heißt, wir haben eine komplette Knochenrüstung an und haben noch eine in Reserve. Das ist richtig, richtig, richtig nice. Und die sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das ist richtig, richtig cool. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben. Schreibt mir unten in die Kommentare Fragen für das FAQ oder wenn du irgendwie in die WhatsApp-Gruppe möchtest. Und wenn du kein Video mehr von The Forest verpassen möchtest, dann kannst du hier unten abonnieren. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut raus!